Herr Dr. Klippert, Herr Dr. Schmidt, Herr Faupel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf auch sagen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich danke Ihnen für die Einladung und ich freue mich, hier und heute zu Ihnen sprechen zu können. Ich finde auch, dieser Kongress packt ein besonders wichtiges Thema an, denn wie erfolgreich Schule und Bildungspolitik sind, erweist sich nirgendwo mehr als im Unterricht. Und die Vielfalt der in den knapp 60 Workshops, Präsentationen und Vorträgen dieses Kongresses behandelten Themen zeigt, wie sehr sich der Unterricht im Wandel befindet, auch in Nordrhein-Westfalen. Aber Sie sagten es eben, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, es ist bundesweit zu beobachten. Die Veranstaltungen dieses Tages umfassen vielfältige Elemente der Bildungsreform hier in diesem Bundesland. Dabei geht es um die Frage, wie Lernen in der Zukunft gestaltet sein muss, was sind die konkreten Auswirkungen und Herausforderungen der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts und damit auch die Auswirkungen für unser Bildungswesen. Ich glaube, wir alle müssen unser Bildungsverständnis allgemein auf seine Gültigkeit überprüfen. In Zukunft wird es noch stärker darauf ankommen, den Umgang mit Wissen und Informationen zu vermitteln, sie zu gewichten, zu systematisieren, in Verbindung zu bringen, aber auch verwerfen zu können. Und das möglichst ein Leben lang. Am Ende ihrer Schulzeit brauchen Kinder und Jugendliche handlungsrelevantes Wissen. Mit anderen Worten, sie müssen durch dieses Wissen in der Lage sein, Zusammenhänge zu erkennen und eigene Strategien zur Lösung von Problemen zu finden. Bildung in der Schule soll junge Menschen auch dazu befähigen, ihr Leben selbstbestimmt zu führen und dabei Chancen auszuloten, Risiken zu erkennen und aber auch diese Risiken bewältigen zu können. Unterricht im Wandel, der Titel dieser Veranstaltung, trifft damit auch den Kern der nordrhein-westfälischen Bildungsreform. Erfolg oder Misserfolg entscheidet sich in den Klassenzimmern dieses Landes. Die neue Schulwirklichkeit soll Schülerinnen und Schüler noch mehr zu aktivem und eigenständigem Arbeiten und Lernen motivieren. Unsere bildungspolitische Perspektive ist Schule als ein ganztägig geöffnetes Haus des Lebens und des Lernens oder des Lernens und des Lebens, das Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung ganzheitlich fördert. Dieses Haus des Lernens bietet Lernen und Fördern, Beratung, aber auch Freizeit, alles an einem Ort und unter einem Dach. Es ist eine Schule, in der das Lernen im Mittelpunkt steht, eine Schule, die aber mehr ist als Unterricht. Und hier sollen, nach unseren Vorstellungen, und teilweise passiert es ja auch schon, unterschiedliche Professionen in Bildung, Erziehung und Betreuung zusammenwirken. Partner aus Kinder- und Jugendhilfe, Partner aus der Musik, von der Kunst, vom Sport, alle sie sollen unsere Lehrkräfte unterstützen, zum Vorteil unserer Kinder und Jugendlichen, die auch außerhalb des üblichen Fächerkanons dann ihre Kreativität und ihre Begabungen entwickeln können. Und so wie ich es jetzt gerade skizziert habe, passiert es tatsächlich schon tagtäglich in unseren über 700 offenen Ganztagsgrundschulen hier in Nordrhein-Westfalen. Und es werden im nächsten Schuljahr noch deutlich viel mehr Schulen mitmachen und wir wollen dieses Konzept auch ausweiten auf die Sekundarstufe 1. Dieses Verständnis von Schule als Haus des Lernens haben wir mit einem umfangreichen Umbau unseres Bildungswesens unterstützt. Und eines der wichtigsten Felder steht unter dem Motto, erfolgreich starten. Unsere wichtigsten Ziele dabei sind, den Übergang zwischen Kindergarten und Schule gleitend zu gestalten, frühzeitig Defizite und Fördermöglichkeiten, insbesondere in der Beherrschung der deutschen Sprache, zu erkennen, das Bildungsverständnis des Kindergartens neu zu akzentuieren und altersgemäß auf die Schulzeit auszurichten, und die individuelle Förderung als Leitprinzip im Schuleingang konsequent umzusetzen. Die Lernvoraussetzungen sind im frühen Kindesalter besonders gut ausgeprägt. Das wissen wir aus den Erkenntnissen der Neurologen. Aber wer Chancengleichheit schaffen will,
der muss eben auch ganz früh mit individueller Förderung beginnen. Und deshalb haben wir, wie eben erwähnt, die Möglichkeiten der vorschulischen Förderung einbezogen und an gemeinsamen Zielen orientiert. Nordrhein-Westfalen war das erste Bundesland, das mit den Dachorganisationen der Träger der Kindertageseinrichtungen eine Bildungsvereinbarung geschlossen hat und damit den Bildungsauftrag des Kindergartens gestärkt hat. Zusammen mit dem Schulfähigkeitsprofil, das Anhaltspunkte und Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schulbesuch liefert, haben wir somit die Grundlage für vorschulische Bildung neu definiert. Die Anmeldung zum Schulbesuch und die Schuleingangsuntersuchung wurden auf den Herbst des Vorjahres gelegt und damit verbleibt Zeit, möglicherweise festgestellte Defizite durch gezielte Förderung vor dem Schulbesuch anzugehen. Unser besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Sprachförderung. Jedes Kind muss beim Schuleintritt so gut Deutsch sprechen und verstehen können, dass es dem Unterricht erfolgreich folgen kann. Deshalb ist mit der Anmeldung zur Einschulung ein standardisiertes Verfahren zur Feststellung der Sprachkenntnisse verbunden. Werden hier Defizite festgestellt, so kann das Kind zum Besuch eines vorschulischen Sprachförderkurses verpflichtet werden in Nordrhein-Westfalen. Und von den für das laufende Schuljahr angemeldeten gut 180.000 Kindern nahmen, und das ist eine ziemlich hohe Zahl, nahmen 40.000 Kinder an vorschulischen Sprachförderangeboten hier in unserem Land teil oder sie nehmen daran teil. Und ich hoffe, da wir dieses jetzt schon im dritten Jahr umgesetzt haben, dass wir auch aus den Grundschulen Rückmeldungen bekommen, welche Auswirkungen dieser vorschulische Sprachförderunterricht jetzt auch zeigt. Also erste vorsichtige Rückmeldungen erreichen uns schon. Den neuen Schuleingang in allen Details vorzustellen, würde sicher den Rahmen sprengen. Ich möchte deshalb vor allem noch einen Punkt gezielt ansprechen, der nun vor uns liegt. Ab dem kommenden Schuljahr wird an allen Grundschulen in der ersten und zweiten Klasse die neue Schuleingangsphase eingeführt. Ihr Ziel ist es, alle schulpflichtigen Kinder eines Jahrgangs in die Grundschule aufzunehmen und sie dem Grad ihrer Schulfähigkeit entsprechend zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler können die erste und zweite Klasse in einem, zwei oder drei Jahren absolvieren und damit wird gerade die besonders empfindliche Gelenkstelle im Übergang vom Übergang im Kindergarten in die Schule an das individuelle Lerntempo der Kinder angepasst. Wir haben erste Erfahrungen mit dem neuen Schuleingang gesammelt, die wir kontinuierlich auswerten. An dieser Stelle möchte ich deshalb einmal die Gelegenheit nutzen, allen Beteiligten, die in vielen Gesprächen, in Koordinierungen und in Fortbildungen diesen neuen Schuleingang gestaltet und mit Leben erfüllt haben, zu danken. Und an erster Stelle stehen dabei die Erzieherinnen und die Erzieher sowie die Lehrerinnen und Lehrer der Kinder. Ihr Engagement ist für den Erfolg unabdingbar, vor allem aber geht es oft weit über das hinaus, was dem normalen Umfang entspricht. Danken möchte ich aber auch denen, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses Kongresses geleistet haben und hierzu gehören ohne Zweifel auch die Schulbuchverlage, die sich stets, Sie haben es gesagt, flexibel auf neue bildungspolitische Herausforderungen eingestellt haben und unseren Weg innovativ begleiten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen neben der Schwerpunktsetzung in der frühen Förderung die Sicherung von Qualität auf hohem Niveau und die individuelle Förderung für alle Bereiche unseres Bildungswesens nach vorn gebracht. Auch hier möchte ich einige Handlungsfelder benennen. Mit den bundesweiten Bildungsstandards und den daraus abgeleiteten Kernlehrplänen in Nordrhein-Westfalen haben wir das angestrebte Ergebnis schulischer Arbeit besser und klarer beschrieben und den Schulen gleichzeitig mehr Verantwortungsbereiche zum Erreichen dieser Ziele übertragen. Zentrale Abschlussprüfungen werden zukünftig dabei die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichern.
Eine bessere Grundlage für individuelle Förderung soll nach unserem Verständnis die Lernstandserhebungen schaffen, die wir im vergangenen Herbst erstmalig in allen 4. und 9. Klassen durchgeführt haben und damit in Nordrhein-Westfalen 400.000 Schüler erreicht haben. Individuelle Förderempfehlungen ergänzen diesen Ansatz. Sie zeigen gefährdeten Schülerinnen und Schülern auf, wie sie das Versetzungsziel doch noch erreichen können. Und schließlich führen wir das Abitur nach 12 Jahren ein, ab dem kommenden Schuljahr. Und zwar mit mehr Unterricht für alle Schülerinnen und alle Schüler in den Schulformen der Sekundarstufe 1. Das bedeutet, dass es für einen Großteil der Schüler mehr Zeit für die Förderung geben wird in zukünftigen Jahren. Unsere Ziele sind dabei insgesamt klar. Wir wollen die Nachteile und Ungleichheit für Schüler und Schülerinnen minimieren und natürlich auf internationalem Niveau Qualität sichern und entwickeln. Dabei wollen wir den Schulen zunehmend mehr Eigenverantwortung bei der Gestaltung des Unterrichts und bei der eigenen Organisation übertragen, damit sie besser auf ihre Ausgangslage vor Ort eingehen können. Die Schulen entscheiden auf Grundlage der landeseinheitlich vorgegebenen Ziele selbst, wie sie diese Ziele am besten erreichen. Nordrhein-Westfalen setzt damit konsequent auf die selbstständige Schule und ihre Verantwortung für die Qualität schulischer Arbeit. Selbstständigkeit, Qualität und Rechenschaft, aber auch Unterstützung und Beratung der Schulen sind hierbei die zentralen zukünftigen Aufgaben. Aus diesem Grundverständnis heraus wurden eine Reihe innovativer Ansätze zur Verbesserung und Ergänzung der Unterrichtspraxis entwickelt, die in einem Gesamtkonzept von Qualitätssteigerung und Chancengleichheit nordrhein-westfälischer Bildungspolitik münden. Ich möchte auch hier einige Beispiele anführen, die das verdeutlichen. Das Lernen mit neuen Medien nimmt mittlerweile einen sehr breiten Raum ein in nordrhein-westfälischen Schulen. Und wir haben die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien auf einem hohen Niveau konsolidiert und wir haben eine Unterstützungsstruktur mit 54 E-Teams im Land aufgebaut, die die Schulen bei der Entwicklung von Medien- und Lernmittelkonzepten unterstützen und die Schulträger bei der Ausgestaltung medialer Infrastrukturen für aktives Lernen im Unterricht beraten. Darauf bauen unterschiedlichste didaktisch aufbereitete Projekte zur Verbesserung und Ergänzung des Unterrichts auf. Mit dem Konzept Abitur Online NRW beispielsweise sollen in Kooperation mit den Verlagen Cornelsen und Klett unterschiedliche Möglichkeiten des plattformgestützten und selbstgesteuerten Lernens geschaffen werden. Die Schüler und Schülerinnen werden dabei in der Entwicklung ihrer Medienkompetenz gefördert. Das Teilprojekt Selbstständiges Lernen mit neuen Medien im Unterricht der gymnasialen Oberstufe, Ihnen wahrscheinlich besser bekannt unter dem Kürzel SELGO, ist im vorigen Schuljahr an 189 Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungs- und Berufskollegs angelaufen. Darin können bis zu 25% des Unterrichts durch Phasen des selbstständigen Lernens mit den von den Verlagen zur Verfügung gestellten Online-Lernmodulen ergänzt werden. Mit EFIT NRW, dem ergänzenden Förderangebot mit digitalen Lernmedien, wurden interaktive Lernangebote bereitgestellt, die speziell auf die Förderbedarfe der Hauptschülerinnen und Hauptschüler ausgerichtet sind. Ziel dieses Modellprojekts ist verbesserte individuelle Förderung zur Stärkung der Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler, zunächst einmal in der Erprobungsstufe. Die online bereitgestellten Module sollen Lehrerinnen und Lehrer bei der Planung und Vorbereitung binnendifferenzierender Lernprozesse entlasten. Dies erproben zurzeit 122 Hauptschulen im Fach Deutsch für die Klasse 5 und 6. Der Ausbau auf weitere Jahrgangsstufen wird zurzeit vorbereitet. Und bis zu 400 Hauptschulen werden ab dem Sommerhalbjahr 2006 teilnehmen können. Aber nicht nur im Lernen mit neuen Medien verändert sich der Unterrichtsalltag. Mit dem neuen Fach Naturwissenschaften, der Naturwissenschaft beispielsweise, reagieren wir gleichzeitig auf die Erfahrung aus den internationalen Leistungsvergleichen und auf die Notwendigkeit,
Naturwissenschaften in allen Schulformen und Schulstufen weiter zu stärken. Dabei geht es auch um die Frage, wie wir das Verständnis für die gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Zusammenhänge von Innovation und Spitzentechnologie frühzeitig und altersgerecht in allen Bildungseinrichtungen stärken können. Ab dem nächsten Schuljahr werden also die Fächer Biologie, Chemie und Physik in den Klassen 5 und 6 zu einem integrierten Fach zusammengeführt. Sie werden aber nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil. Durch die ganzheitliche Betrachtungsweise und das schlüssige Konzept, das auch den Unterricht in der Grundschule einbezieht, dadurch werden sie gestärkt. Und die Erfahrungen aus der Erprobungsphase, die seit 2003 an mehr als 300 Schulen läuft, diese Erfahrungen stimmen uns tatsächlich außerordentlich zuversichtlich, dass es gelingen wird, was wir uns vorgenommen haben. Ich begrüße es sehr, dass die Schulen in Nordrhein-Westfalen sich für die Impulse der außerunterrichtlichen Arbeit öffnen. Ein Bereich, der dabei weiter an Bedeutung gewinnt, ist die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft. Vor einer Woche hat dieses der Jahreskongress der Stiftung Partner für Schule eindrucksvoll belegt. Durch die Arbeit dieser Stiftung werden mittlerweile etwa 2000 Schulen in Nordrhein-Westfalen in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft unterstützt. Dabei geht es unter anderem um Lernmöglichkeiten, die beispielsweise im Bereich der Berufsorientierung oder im Übergang von der Schule in den Beruf ansonsten nicht möglich wären. So trägt auch diese Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zum Unterricht im Wandel bei. Eine bedeutende Rolle für die Qualität des Wandels vom Klassenzimmer zur Lernwerkstatt spielt natürlich neben dem Know-how und dem Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort die Wahl der richtigen Werkzeuge. Welche Lernmittel motivieren Schülerinnen und Schüler, selbst zu forschen, auszuprobieren, zu produzieren? Knüpfen die Lernmedien an die Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen an? Bieten sie differenzierte Förderungsmöglichkeiten für die Starken ebenso wie für die Schwachen? Wir haben in Nordrhein-Westfalen klare Vorstellungen davon, was Lernmittel leisten sollen. Und darum beschreiten wir mit unserer Zulassungspraxis bewusst einen anderen Weg als andere Bundesländer. Wir setzen auf einen konstruktiven Dialog mit den Verlagen. Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel im Rahmen der abgeschlossenen Initiative NRW. An dieser Praxis der Lernmittelentwicklung und Zulassung halten wir weiter fest. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, guter und innovativer Unterricht entsteht in einem innovativen Klima. Wenn Schulen selbst mehr Verantwortung übernehmen, dann wirkt sich das auch positiv auf die Ergebnisse aus. Dreh- und Angelpunkt der Weiterentwicklung unserer Bildungspolitik ist daher die selbstständige Schule. Und wir sind auf diesem Gebiet relativ weit fortgeschritten. Unser Modellvorhaben Selbstständige Schule, das wir gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung gestartet haben, ist mit seinen 278 Schulen in 19 Modellregionen das größte und bedeutendste bundesweit. Dabei wird aber jetzt schon deutlich, größerer Freiraum löst einen Motivationsschub aus und führt zu überzeugenden Ergebnissen. Die ersten guten Erfahrungen mit der Flexibilisierung der Unterrichtsorganisation sind bereits jetzt in das Schulgesetz eingeflossen, das im August in Kraft treten wird. Weitere mit Erfolg erprobte Regelungen wollen wir so zügig wie möglich und Schritt für Schritt auf alle Schulen des Landes übertragen. Und damit wird sich auch die Schulkultur im Land Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln und weiter verändern. Mit dem Umbau unseres Bildungswesens haben wir einen umfangreichen und langanhaltenden Prozess vorgenommen. Dessen Ergebnisse werden sich aber nicht von heute auf morgen zeigen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Man kann nicht einen Schalter umlegen und erwarten, dass auf einmal alles anders und dann auch noch besser sein wird. Wir werden es erst in einigen Jahren spüren. Diese Geduld müssen wir haben. Aber wir sind überzeugt davon, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, in die richtige Richtung geht. Und ich bleibe dabei, dass letztlich sich jede Reform in der Unterrichtsrealität bewähren muss. Das zeigt dann auch dieser Kongress. Die zahlreichen Workshops und Vorträge
greifen die Themen der Reform auf und übersetzen sie in das Unterrichtsgeschehen. Damit bietet dieser Kongress eine sehr gute und praxisorientierte Plattform für den Dialog über aktuelle Schulentwicklungsfragen. Aus meiner Sicht ist es gerade dieser Dialog, der die Gestalt schulischer Vorhaben und die Gestaltung entscheidend beeinflusst. Das Austauschen von Ideen und Erfahrungen und manchmal auch Kritik bilden oft die Basis für eine praxisorientierte Umsetzung. Ich möchte daher nochmal ausdrücklich dem VDS Bildungsmedien e.V. und der Medienberatung NRW für die Ausrichtung dieses Kongresses danken. Ihnen allen wünsche ich einen informativen Kongress mit vielen Anregungen für Ihren Unterrichtsalltag. Und lassen Sie mich persönlich anmerken, weil Sie ja fast alle Lehrerinnen und Lehrer sind an unseren Schulen in Nordrhein-Westfalen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre engagierte Arbeit und wünsche Ihnen und uns alles Gute für die Schulen, für die Zukunft, für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen. Und lassen Sie mich abschließend an dieser Stelle auch sagen, ich werde, wo immer es mir möglich ist, und wer es vielleicht schon mal gehört hat, kann es bestätigen, dafür Sorge tragen, dass dieses Berufsbild der Lehrer und der Lehrerin in der Gesellschaft wieder einen besseren Stellenwert bekommt, einen Stellenwert, den dieses Berufsbild auch die Erzieher und Erzieherinnen verdienen. Denn dass wir über unsere Bildungslandschaft so sprechen, wie wir zurzeit darüber reden, hat auch viel damit zu tun, wie wir unsere Menschen, die in den Schulen und Kindergärten arbeiten, behandeln. Herzlichen Dank.